1942 verschwand ein Ehepaar in den Schweizer Bergen. Nun, nach 75 Jahren, sind offenbar die Leichen der Frau und ihres Mannes auf dem Saint-Florent-Gletscher im Süden des Landes gefunden worden. Die unter dem Eis vollständig konservierten Leichen lagen dicht beieinander. Daneben wurden auch Rucksäcke und eine Uhr gefunden. Vermutlich war das Paar in eine Gletscherspalte gefallen. Jahrzehnte später gab das Eis die beiden Leichen infolge der Klimaerwärmung frei. Die Polizei will die Toten nun mit Hilfe einer DNA-Analyse identifizieren.